Zwischen der Folge habe ich ein bisschen Sachen sortiert, also die von der Kiste hier rein. Und eine Sache ist mir besonders aufgefallen. Und zwar, hier waren irgendwelche Viecher und die haben einfach ein paar von den Kühen und ein paar von den Schafen gekillt. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren Chupacabras oder so. Die waren auf jeden Fall hier und haben echt ein paar von unseren Tieren gekillt. Ebenfalls habe ich einen Kommentar bekommen, dass jemand, wenn er ich gewesen wäre, hätte er zuerst nach einem Dorf gesucht. Und ja, der hat nicht ganz Unrecht. Das wäre tatsächlich viel, viel besser gewesen. Aber naja, wir wollen es ja nicht einfach haben, sondern ein bisschen schwieriger. So, was machen wir in dieser Folge? Ach so, übrigens, während ich AFK war, beziehungsweise dann noch die Sachen geordnet habe, hier drauf geguckt habe und die toten Tiere gesehen habe, gab es hier auch noch ein paar Gegner, die ich ebenfalls gekillt habe. Und es gab auch einen Zombie halt mit einer Rüstung. Den hab ich gekillt. Der hat seine Rüstung gedroppt. Und ein bisschen was von Leder ist dann auch von den Kühen runtergefallen. Ja, auf jeden Fall können wir das leider noch nicht anziehen. Da fehlt noch ein Punkt in Defense. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall heute noch farmen. Leder haben wir genug. Und, also zumindest genug für einen Rucksack. Dann fehlt nur noch Gold. Das heißt, unser heutiges Ziel wäre, auf jeden Fall Gold zu holen. Das heißt, wir gehen mine und hoffentlich sterben wir nicht allzu oft. Wir müssen übrigens nochmal unsere Punkte verwenden. Ich würde sagen, wir gehen auf Level 8 oder 9, was auch immer ich brauche. Ich glaube, ich brauche Level 8. Und dann leveln wir Defense hoch und dann können wir auch endlich andere Sachen anziehen. Wir nehmen einmal die Rüstung hier mit. Was brauchen wir noch? Wir haben eine Spitzhacke, aber wir nehmen mal lieber noch eine zweite mit. An so einem Schwert geht es auch nicht mehr so gut. Ich würde dann einfach nochmal irgendein Standardschwert mitnehmen. Das können wir auch noch schon mal reinpacken. Die Schuhe werden wir anziehen, für ein bisschen Verteidigung. Und eigentlich brauchen wir noch irgendwas für den Kopf. Wir gucken mal, was gibt es für den Kopf? Helmet, gibt es was? Chain. Stimmt, wir können aus Wolle. Ja, wir können eigentlich direkt noch den ganzen Rest aus Wolle machen. Also Kopf ist auf jeden Fall wichtig. Und dann können wir noch Hose machen. Kopf ist auf jeden Fall wichtig, denn falls der Kopf halt zu, ja, halt zu viel Schaden bekommt, dann sind wir halt tot. Das wollen wir nicht. Okay, wir haben Spitzhacken. Ich habe irgendwie so eine Hellebarde oder wie heißt, gecraftet. Das sollte uns hoffentlich auch helfen. Die hat ein bisschen mehr Reichweite und vom Damage her ist die genau gleich. Essenstechnisch werden wir auch ein bisschen was mitnehmen. Sagen, nehmen noch drei, vier Hühnchen mit. Und tun hier nochmal für später, falls wir irgendwie sterben oder so, noch was hin. Das werden wir nachher anziehen. Fackeln, ganz wichtig. Nehmen wir mal ein paar Stück mit. Und sonst. Eisenspitzhacke wäre noch ganz praktisch. Falls wir nämlich auf Gold treffen, müssen wir das ja auch abbauen können. Holz. Holz ist ganz wichtig. Ja, nehmen wir ein bisschen Holz, Werkbank, Sticks. Steine farmen wir auf dem Weg. Es wird gleich dunkel, aber ist es uns egal? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir hatten hier noch Kohle übrig. Leider ist es etwas nah an meinem Haus, deswegen muss ich gucken, dass wir dann direkt wieder zur Spitzhacke, zur Axt spawnen. Naja, was wird zur Axt, zum Schwert? Falls ihr nämlich irgendwas spawnt. Immer schön zurückgehen. Okay, nice. Nehmen wir mal die Sachen mit. Da hinten gab es noch mehr Kohle. Okay, wie viel Level brauchen wir? Zwei noch. Also eigentlich nur eins. Fast. Den Rucksack, den brauchen wir, damit wir umziehen, weil ich denke mal, wir werden hier nicht mehr länger bleiben. Dann holen wir uns unseren Rucksack. Ich denke, wir können auch ein paar Eier farmen. Gehen rein.
Bräuchte ein paar Eier, dann können wir ja auch die Hühnchen quasi transportieren in Eiern. Können wir wieder hinpacken. Brauchen wir die Hühnchen noch? Ich weiß nicht. Die Kühe können wir jetzt eigentlich schon töten. Bisschen XP bekommen. Ich würde sagen, wir holen uns noch die Easy XP. Von den Fischen. Oh, anscheinend hat die Saison begonnen und wir können jetzt Weizen abbauen. Beziehungsweise pflanzen, weil es wächst. Ich würde sagen, das würden wir. Oh, Zuckerrohr auch. Solange wir noch hier sind, würde ich sagen, pflanzen wir das Ganze noch ein. Das ist auf jeden Fall ziemlich sinnvoll. Wir gehen gleich noch schlafen. Ich habe herausgefunden, der Reaper, der hat ungefähr 1% Spawn-Chance. Das heißt, zu 1% kann er spawnen. Das ist uns direkt in der ersten Folge. Oh, direkt passiert. Wo ist er? Easy. Kein Schaden bekommen. Oh, wir haben Obsidian bekommen von ihm. Sind noch Level? Level 8. Hey, wir haben es geschafft. Okay, der hat 1% zu 1% kann er hier spawnen. Dass wir so ein Pech hatten in der ersten Folge, das ist unfassbar. Aber es zeigt auch das Modpack halt, wie schwer das ist. Und ich wollte gerade schon fragen, woher haben wir einen Leder, wir haben ja Kühe gekillt, ja, wie schwer das Modpack eben halt ist. Das kann man so ordnen, wie es ungefähr hingehört. Ja, komm, wir werfen den Rest einfach da rein. Ich wollte die Samen anpflanzen. Noch kurz umgucken. Sind die Gegner? Ne, scheint nicht so. Die können wir noch anpflanzen. Wir wollen nämlich keine Zeit hier verschwenden. Wir gehen jetzt weiter in die Höhle. Da müssen wir auch nochmal runter. Zum Turm wollen wir auch noch. Okay, warte, wir müssen irgendeine Höhle. Irgendeine Höhle brauchen wir. Das ist jetzt keine wirkliche Höhle. Die führt irgendwie nicht besonders weit. Ich ziehe mal die Sachen an, falls er gleich was spawnt. Ich weiß nicht genau, wie die Spawn-Chance... Ich spreche es immer falsch aus. Ich weiß gar nicht, wie die Chancen dafür sind, dass die hier spawnen. Ich frage mich, ob das vielleicht damit zusammenhängt, in welchem Lichtlevel das ist. Aber ich glaube eigentlich nicht. Also ich hoffe mal nicht. Beziehungsweise, doch, ich hoffe schon. Weil wenn das so ist, dann können wir das Ganze einfach easy umgehen, wenn wir einfach Fackeln aufstellen. Oh, mir ist viel zu heiß. Ich frage mich, was man dagegen tun kann, wenn einem zu heiß ist. Wir könnten ja das hier mal ausziehen. Level 3. Wir brauchen Magic noch hoch, weil ich habe noch was vor, und zwar, was wahrscheinlich auch am sinnvollsten wäre, diesen, es gibt hier so einen Stab, damit kann man die Gegner, die wir ganz besiegen, kann man theoretisch auch zähmen und die kann man dann damit spawnen und die für einen kämpfen lassen. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Das kann uns die Gegner abhalten und gibt uns dann mehr Combat Power. Können wir auch viel einfacher irgendwelche Gegner dann besiegen, denen wir eigentlich alleine zumindest nicht gewachsen wären. Wir haben 5 Punkte, wir können Magic hochmachen. Okay, die Höhle haben wir eigentlich abgehakt. Wir bräuchten eine größere Höhle. Wir haben ja unsere Höhle, an die ich mich eigentlich ungern zurückerinnern wollen würde, die hier. Da können wir gucken, ob hier oben irgendwas ist. Außerdem da drüben, den will ich aber... Das ist okay, das ist ein Baum. Da ist noch irgendwie ein Pillager. Naja, die lassen jetzt erstmal in Ruhe. Wir machen erstmal nur das Notwendigste. Wir ziehen uns die Sachen an und gehen jetzt in die Höhle. Mit Schild und Schwert. Oh. Was bist du? Jetzt auf jeden Fall kein Problem mehr.
Den nehmen wir mit. Hat dieser Stein hier eigentlich irgendeine Bedeutung? Warum sind hier überhaupt Bäume? Ist das ein Fehler? Anscheinend ist es nur eine ganz normale Höhle. Hm. Ich dachte schon, es hat irgendwas hier auf sich, dass hier auch Bäume drin wachsen. Das ist halt richtig seltsam. Das Eisen werden hier noch abbauen. Ich bin ja so sicher, dass da irgendwas spawnt. Ich bin mir da so sicher. Hm. Sind hier wirklich nur zwei Eisen? Scheint so. Hm. Ich glaube, erstmal brauchen wir nicht mehr Kohle. Wir brauchen irgendeine Höhle, wo wir tiefer rein können. Oder hoffen wir doch auf einen Gegner, der hier spawnt? Also wir testen das einfach mal. Wir packen jetzt mal eine Fackel hin und bauen jetzt mal ganz viel ab. Die Chance ist doch eigentlich relativ hoch, dass da was spawnt, oder? Weil es ist eigentlich ziemlich oft was gespawnt. Zumindest als ich versucht habe, was abzubauen. Jetzt seitdem ich hier die Fackeln aufgestellt habe, passiert eigentlich nichts mehr. Hey, als ob das wirklich zusammenhängt. Dann müssen wir die Sachen ausziehen. Da sind voll viele Ratten. Was hat eigentlich das Level auf sich? Ein Level 2 Kobold. Und was hat das zu tun, das Level von denen? Und macht das die stärker? Der Tintenfisch hat zum Beispiel kein Level. Geben Leute auf höherem Level mehr XP? Das sind so Fragen, die mich beschäftigen. Ich guck mal, ob ich da vielleicht was dazu herausfinden kann später nach der Folge. Aber ich würde sagen, wir haben ein bisschen was gefarmt. Wir können irgendwo Punkte bestimmt reinstecken. Oder auch nicht. Achso, übrigens der Stab, das sollte der hier sein. Dafür brauchen wir ebenfalls Gold und dafür brauchen wir Magic 8. Da sind wir leider noch dabei. Da fehlt leider noch einiges an Leveln. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht auch mal zum Turm. Dann nehmen wir aber noch ein paar Blöcke mit zum Bauen. Nehmen wir mal... Ja, ein Deck sollte reichen. Die Sonne ist da oben. Bleiben wir die Nacht über dort oder... Wir könnten uns einfach noch ein Bett bauen. Das können wir auch so machen. Oder kann man sich irgendwie so ein Sleeping Bag oder so? Ach, die gibt's auch, glaube ich. Ja. Einfach mit drei Wolle. Okay, wir haben zwei. Aber wir können jetzt noch welche craften, glaube ich. Wir können davon noch drei nehmen und haben noch eine Wolle. Dann können wir unterwegs schlafen. So, das ist mega geil. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und da wir eh umziehen werden... Können wir eigentlich auch alle Tiere hier noch mitnehmen? Und ich werde wahrscheinlich nochmal... Werde ich eine Waffe mir noch mitnehmen oder nicht? Nee, komm. Die Hellebarde sollte reichen. Beziehungsweise, ich glaube, ich benutze erstmal das Schwert dafür. Hier ist extrem heiß, warum? Ich habe eigentlich nur die Schuhe angehabt. Vielleicht kommt sie auch vom Rennen. Gibt es hier irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Kühlt Wasser einen ab. Es ist einfach brennend heiß. Ich gehe mal unter Wasser. Ja, das hilft. Okay, gut zu wissen. Würde ich sagen, wir bleiben noch kurz hier. Trinken ein bisschen was. Dann laufen wir weiter. Irgendwo dort war der Turm. Den werden wir versuchen zu clearen oder zumindest teilweise zu clearen, denke ich. Die Spawner können wir einfach so lassen, da können wir vielleicht noch ein bisschen was farmen einfach. Hier ist noch Eisen, das können wir noch mitnehmen, denke ich, wenn alles gut läuft. Ich glaube, wir ziehen das mal kurzzeitig an. Einfach zur Sicherheit. Man weiß nie, was das spawnt. Echt eine gute Eisenader hier. Boah, das hat mich überschreckt.
fast keinen Schaden bekommen. Ich werde immer besser. Ich habe echt viel Eisen. Diesmal hat das nichts mit dem Lichtlevel zu tun. Nein, es wird einem richtig heiß. Alter, aber ich habe mich so erschreckt. Ich habe irgendwie zwar gewusst, dass da was spawnen kann und dass die Chance wahrscheinlich doch recht hoch ist, aber ich wollte es... Ich habe jetzt irgendwie trotzdem nicht auf dem Schirm. Dich können wir mitnehmen. Wir nutzen lieber das Schwert hier. Dann gehen wir mal rüber. Bevor wir da reingehen, essen wir noch schnell was. Okay, die nutzen wir noch kurz zum Heilen. Wir müssen hier alles nutzen, um hier am Leben zu bleiben. Wir machen das easy. Machen hier alles zu. Machen den Laden dicht. Ein Spawner ist noch da. Machen hier komplett dicht und hier können die hier raus. Nö. Die spawnen von oben noch. Okay, wir sollten irgendwo gleich noch unser Feldbett aufbauen. Ich glaube, wir können noch nicht schlafen. Sonst müssen wir nachher noch dieses Equipment anziehen. Okay, wir können jetzt schlafen. Nichts gespawnt, perfekt. Jetzt machen wir weiter. Hallo? Oh nein. Ziehen wir mal die Sachen an. Also langsam gewöhne ich mich an das Spiel mit dem Schild. Also ich glaube das letzte Mal wirklich, die letzte Version, die ich gespielt habe, war irgendwie so 1.7 oder so. Also die ich aktiv gespielt habe, PvP, war ich irgendwann mal gut in Skywars auf dem Gommel-Server. Ich wette, einige von euch zocken das auch immer noch. Ich weiß gar nicht, gibt es den Gommel-Server eigentlich noch? Oder ist er jetzt nicht mehr so beliebt? Okay, wir können noch irgendwo einen Punkt reinpacken. Ich würde sagen, wir packen erstmal 8 Magic da rein. Da ist schon irgendein anderes Viech gespawnt. Kann ich mit der Helebarde mehrere Leute treffen? Ne. Spawnen da unendlich viele Gegner. Ich kann es irgendwie fast nicht glauben. Ich muss ein paar Sachen ausziehen. Der hat ein Steinschwert. Ich weiß nicht, ob das Spiel es einem wirklich so leicht macht, wegen den Spawnern, dass da wirklich unendlich viele Gegner spawnen. Den kann ich nicht glauben. Aber wir nehmen das Ganze mit. Vielleicht werde ich das Ganze auch ein bisschen vorspulen für euch. Oh, der ist ja größer. Ich dachte schon, der ist größer. Oh, der Spawner ist weg. Okay, ihr könnt das zumindest sehen, dass man hier nicht unendlich lang farmen kann. Wäre auch viel zu einfach. Leute, was ist mit euch los? Da unten sind Skelette, sehe ich gerade. Oh nein. Oh nein. Hey, das ist doch... Okay, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Von hinten wurde ich anscheinend angeschossen. Das heißt, der ist oben gespawnt. Und dann ist er seitlich runtergegangen. Und dann hat er mich anscheinend reingeschossen. Also das wäre halt meine Erklärung, was passiert ist. Das heißt, wenn wir so einen Tower machen wollen würden,
wäre es vielleicht am sinnvollsten, das Ganze von oben nach unten zu machen. Das heißt, ich würde mich an der Seite hochstecken. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Vielleicht unten irgendwie noch Wasser platzieren oder so. Und dann hochstecken und dann von oben das Ganze runterarbeiten. Weil ich weiß nicht, ob das so ein Tower ist, der nach unten geht oder nach oben. Ob sich da oben jetzt ein Boss befindet, weiß ich auch nicht. Müssen wir auch noch herausfinden. Ach nein, es fällt mir gerade auf. Ich laufe jetzt dahin mit einem Schwert gegen ein Skelett, das mich wahrscheinlich mit ein oder zwei Schüssen killen kann. Zumindest in den Kopf. Aber wir müssen das eigentlich machen. Wo ist ein Skelett? Gibt es hier ein Skelett? Das sind meine Sachen. Okay, wir nehmen, was wir können. Das packen wir auf hier zwei. Zweiter Slot. Packen ein bisschen was von der Rüstung an. Wo ist meine Erde? Da. Sagen wir, bauen uns noch ein bisschen in die Mitte. Oh. Die visieren mich schon an. Ich denke, ich habe verkackt. Mann, ich... Wir müssen es leider diese Folge noch machen. Ich werde da nicht gehen, bevor wir nicht meine Sachen zurückhaben. Okay, wir können uns von der Seite runterbuddeln. Das wäre auch eine Option. Die Sachen sollten hoffentlich nicht despawnen. Aber man weiß ja nie. Okay, wir müssen uns beeilen. Also sie sollten zumindest nicht so schnell despawnen. Wir haben es eigentlich schon wir sind schon 22 Minuten dabei, sehe ich gerade. Aber wir werden das noch diese Folge zu Ende machen, solange das eben dauert. Wir werden jetzt versuchen, wirklich von der Seite runter zu buddeln. Also von oben sehe ich gerade, das hat wenig Sinn. Ich weiß gar nicht, wie müssen wir das machen? Am sinnvollsten. Am sinnvollsten war es echt von oben, aber ich habe jetzt nicht die Zeit, beziehungsweise ich will meine Items jetzt nicht unbedingt verlieren. Das sind jetzt nicht die krassesten Items. Das ist gerade mal basic, würde ich behaupten. Aber oben sind halt noch Spawner. Ich kann den sneaky abbauen. Wir müssen runter. Wir haben uns hier runter. Okay, wir müssen noch ein bisschen nach links. Oh nein. Wir müssen das Ganze so machen. Wir müssen eins tiefer. Falls wir nochmal hoch müssen, werde ich sie noch wegmachen. Sonne steht gut. Ich höre Baby-Zombies. Das ist nicht gut. Machen das Ganze mal so. Okay, das ist nicht so geil. Geh mal eins höher. So können wir die schlagen. Das ist ein Block hoch, das heißt, das hier ist zwei Blöcke hoch. So, jetzt kommen die her. Wir können das Ganze auch anders machen. Ich weiß nicht. Hallo. Oh, der hat mich direkt am Kopf erwischt. Wir müssen irgendwie noch an unsere Sachen kommen. Wir müssen einen nach dem anderen erwischen. Und den Spawner müssten wir auch abbauen, das heißt, können wir einfach so machen. Gehen jetzt dahin. Und machen das Ganze jetzt so. Oh, nicht ganz.
Eins tiefer. Und bauen den hier jetzt erstmal ab. Wir haben eine Legends wieder. Da sind noch ein paar Sachen. Glowstone. Spawnen irgendwie immer mehr. Kurz checken, welche Uhrzeit es ist. Immer noch Tag. Oh, der hat eine Rüstung an. Aber leider nicht gedroppt. Hey Mann, wie viele kommen denn noch? Wir müssen gleich gucken. Wegen unserer Ausrüstung. Weiter rechts vielleicht. Oh. Das ist nicht unbedingt so gut. Mit dem krassen Skelett. Der hat irgendwie einen Hellebarde oder eine Glaive oder sowas. Irgendwie ist es wahrscheinlich nicht ganz so spannend für euch. Wir haben Level 14. Wir können echt mal ein paar Punkte ausgeben. Packen wir 2 Punkte noch in Magic. Wir haben die Waffe bekommen von dem. Kannst ein bisschen Cobble craften. Und scheint so. Da unten ist irgendwas. Ich habe jetzt nicht so Bock, mich mit dem anzulegen, aber da ist noch was Krasseres. Mit dem würde ich mich eigentlich auch nicht anlegen. Okay, unsere Sachen sind wahrscheinlich leider weg. Aber wie gesagt, das waren eigentlich keine. Das ist kein krasser Verlust. Ist der Gegner noch da? Nochmal. Da ist noch ein Zombie. Können wir noch mitnehmen wegen den XP? Ne, wo können wir noch Punkte reinstecken? Wir müssen eigentlich überall noch Punkte reinstecken, ist ja erstmal egal wo. Wohin mit denen? Hm. Oh, da sind noch einige Skelette. Ich würde sagen, wir haben einiges an XP bekommen. Das ist doch schon mal was. Können wir. Oh, da ist er. Will ich mich mit ihm anlegen? Eigentlich nicht, aber irgendwie schon. Oh, mein Schwert ist kaputt. Oh Mann. Das nicht nehmen oder was? Was ist das? Seine Klauen? Das Feldbett nehmen wir mit. Was bist du? Der hat Bandagen gedroppt. Hat die so viel Angriff? Attack? 10,5 ist eigentlich gar nicht so krass. Und wir haben noch einen weiteren Punkt in
Gathering. Wir machen alles erstmal auf 8. Dann können wir später weiter schauen. Ich sagen, wir können die Bandagen schon mal nutzen. Aber die kann man mehrfach nutzen. Oh, das ist ja ziemlich geil. Den Bogen nehmen wir auch nochmal her, falls wir den vielleicht noch brauchen. Wir werden uns jetzt auf den Weg zurück machen. Die Folge wird ein bisschen länger für euch. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, die nehmen wir alle mit. Das dauert ja ewig. Das dauert ewig. Aber wir brauchen die XP. Wir können ja noch mal überlegen, was wir noch machen können. Den hinten nehmen wir auch noch mit. Und ansonsten haben wir gleich Level 7 erreicht. Wir können das vielleicht auch noch mal irgendwie ausgeben. Leider haben wir das Gold nicht bekommen der Folge. Wir haben dafür massig XP bekommen. Und ansonsten haben wir irgendwie eine Klaue bekommen. Keine Ahnung, wie man die... Hat sie irgendwie Angriff oder so? Typ Damage 3. Keine Ahnung, da werde ich mich vielleicht auch nochmal schlau machen. Nach der Folge. Hoffentlich. Was das Ganze bringt. Den kann man mitnehmen. Die können wir theoretisch scheren, aber ich habe leider keine Schere. Okay, wir sind unserem Rucksack leider keinen Schritt näher gekommen. Aber dafür können wir jetzt bessere Rüstung tragen. Bevor er schießt, müssen wir den auch loswerden. Ich brauche wieder. Also wir müssen auch nicht nur ein paar Schwerter craften, wir brauchen auch. Oh, hier ist eine Höhle. Die werde ich erkunden gehen in der nächsten Folge. Statt nur Angriffsschaden zu. Oder halt nur Schwerter und sowas zu craften, brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Schilde. Um mit denen dann wieder loszurennen. Aber wir können jetzt theoretisch auch Eisensachen tragen. Vielleicht wäre das auch mal eine Option, Eisensachen mitzunehmen. Ich denke, das wäre sogar echt schlau. Das heißt, in der nächsten Folge werde ich mir, also bis zur nächsten Folge werde ich mir noch Eisensachen craften. Und die ganzen Items verstauen. Und dann werden wir in die Höhle gehen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die etwas längere Folge hat euch nichts ausgemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.